Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Toho Mario 2012-2013 von Silver. Imperishable Knight. Ja. Ja, ihr spielt tatsächlich. Dieses Spiel ist ein Super Mario Attack. Mädchen bereiten sich gerade vor. Bitte warte, bis sie fertig sind. Oder bis sie bereit sind. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ja, das ist die Overworld. Ich spiele dieses Spiel. Ich sag mal, das ist. Okay, was? Ja, nicht wirklich meine erste Wahl, was ich spiele, aber ich wurde auch sehr oft sehr lieb darum gebeten, das zu spielen. Also ein Fan-Request und ich erfülle eure Wünsche. Also hier habt ihr diesen Hack für die, die das überhaupt wissen, was das hier ist, weil ich weiß es nicht. Willkommen, du kannst eine P-Card vom Sternblock bekommen, wenn man 50 blaue Karten spendet. Geh zur gelben, um es zu resetten. Was ist rot? Was ist gelb? Okay. Was kann ich mit so einem Ding? Ich habe ja echt keine Ahnung. Also ich muss 50... Nochmal, wo ist diese Textbox? Eine P-Card kann man sich kaufen. Was auch immer ich damit machen kann, ich habe keine Ahnung. Gut, gehen wir ins erste Level rein. Oh, was stand da? Oh fuck, ich habe viel zu schnell vorgespult. Mann! Yo! Stage 1. Okay, wir haben eine ganze Story zu jedem Level oder was? Okay, jetzt geht's los. Also, das ist Toho Mario, wo wir kleine Mädchen zerstampfen. Sammle blaue Karten so viel möglich. Die könnten in der Zukunft nützlich sein. Probieren wir es mal. Also, das Spiel zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass wir keine Leben haben, sondern eine Energieleiste mit 99 Leben. Ich weiß nicht, ob ich hier mit Safe State spielen soll, dieses Spiel, oder es ohne probieren soll. Na toll. Da habe ich schon direkt einen Treffer kassiert. So, ich weiß nicht, ich glaube, dass... Ach Mann, man darf da nicht rausspringen. Also, ja, ich weiß nicht, was ihr in diesem Spiel wiedererkennen werdet. Ich glaube, das Einzige, was mir hier jemals bekannt vorkommen wird, ist Mario selbst. So, da haben wir doch so ein P-Ding. Ach, das führt Leben auf. Okay, 22. Rote P-Karten geben dir 20 HP. Aber du verlierst 20, wenn du getroffen wirst. Wenn du out of HP bist, heißt es Game Over. Ja, wirklich, Game Over. Man hat mir gesagt, da muss man wieder von Level 1 anfangen. Also, mal gucken, ob ich es überhaupt so weit kommen lasse. Ich weiß gar nicht, wie leicht es ist, auch ist, tatsächlich Game Over zu gehen. Ich meine, wenn ich einmal runterfalle, Game Over? Frage? Weiß ich jetzt gar nicht. So, egal. Ich versuche, die Dinger zu sammeln. Anscheinend kann ich damit nämlich mein Leben auffüllen in dem einen Bonus-Level. Ja, also ich werde keine von diesen Gegnern hier wiedererkennen. Es sind fliegende irgendwas, kleine Mädchen, fliegende Vögel. Ich werde keine von den Musiktracks hier wiedererkennen, weil ich habe von Toho und sowas keine Ahnung. Und ich bin noch nicht mal, ehrlich gesagt, gewillt, mehr darüber zu lernen. Ich lasse einfach die Fanbase, falls es überhaupt noch eine großartige gibt. Ich glaube, mittlerweile stehen eh alle auf My Little Pony und Undertale und sowas. Und versuchen jetzt das mit Gewalt in ihre Hacks mit einzubauen. Aber für die Fans, die es noch gibt, lasse ich einfach ihre Fandom. Ich mische mich jetzt irgendwie da mit ein, indem ich dieses Spiel hier spiele. Aber okay, das war's dann auch schon. So, also das wird schon ein bisschen ein Super Mario World Hack der anderen Sorte. Kann man, glaube ich, sagen. Gut. Leben kriege ich ja eigentlich ganz gut aufgefüllt. Das ist nett. So, diese Stacheln immer. Das sind jetzt immer Stacheln, keine... Oh, Mancha. Hey, die kenne ich auch. Ich weiß, was Mancha sind. So, ich weiß echt noch nicht genau, wie wichtig das tatsächlich ist mit diesem Sammeln von diesen blauen Dingern. Jetzt habe ich wohl ganz viele verpasst da hinten. So. Okay, ich hasse diese komischen Käfer. Ich hätte lieber Ravioli oder so, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht allzu sehr auf diese ganzen Dialoge hier eingehen. Ich bin Wiggle Nightbug. Und ich habe dein Gejammer gemerkt. Und deswegen werde ich dich jetzt bekämpfen. Das wäre jetzt irgendwas Japanisches. Okay. Ja. Der Hackersteller, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist derselbe, der... wie heißt das nochmal? The Adventures of Mario 1, 2, 3 gemacht hat. Offiziell heißen die Hacks eigentlich Le Avventure di Mario. Di Mario, auf Italienisch. Drei Stück. Und die waren auch...
abgedreht, vor allem der dritte. Es hatte so viel Story und so viel unnötige Story. Ich glaube, ich werde es hier wie dort machen und einfach spielen, aber nicht auf diese ganzen Texte eingehen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, da kommt nicht viel bei rum. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon einen Bossfight. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jedes Level gegen was kämpfen. Anscheinend ist dieses Mädchen ein Nachtfalter-Mädchen. Oh, nächste Runde. Achso, wir haben unsere Leiste aufgefüllt. Guck mal, jetzt haben wir 5 Sterne voll, nicht mehr 4. Und halt immer, wenn wir... Okay, ich verstehe. Immer, wenn wir auf 0 fallen, verlieren wir einen Stern, so gesehen. Also, haben wir insgesamt... Oh, wieso klingelt es denn jetzt, Alter? Oh, fuck, Alter. Ich versuche gerade ein Spiel zu spielen, Mann. Verdammt. Okay, wir haben gewonnen. Okay, ich mache mal eine kurze Pause. Ich will wissen, wer mich gerade stört. So, da bin ich wieder. Wisst ihr, wer bei mir geklingelt hat? Jetzt kommt's, wirklich. Niemand. Es war einfach niemand an der Tür. Ich weiß nicht, war es ein Klingelstreich? Was zur Hölle war das? Ich meine, keine Ahnung. Echt, da war einfach niemand. Oh, du dummer Klempner. Ja, ich wollte nur hier rumlaufen. Seht ihr, es ist echt dialoglastig. Okay. Okay, Mamma Mia. Sogar Wiggler sind weniger nervig. Okay, erstes Level geschafft. Hä, ich weiß nicht, ob das Spiel auch Secret Exit hat. Yaoi. So. Keine Ahnung, so tiefgründig. Fuck. Schon direkt einen Treffer kassiert. Oh Mann, ja gut. Jetzt haben wir auf harte Art und Weise herausgefunden, dass man auf die nicht draufspringen darf. Wie komme ich denn da hoch? Ja. Wahrscheinlich gar nicht. Das heißt... Heißt das, in diesem Spiel gibt es keine Power-Ups? Oh, toll. Es gibt... Man kann nicht klein werden. Man kann keine Feuerblumen haben oder so. Kann das sein? Ist das echt so? Wow. Ist ja fantastisch. Oh, fuck. Oh. Okay, man nimmt Schaden, wenn man runterfällt. Das hat sich wie Lava angehört. Ja, da oben sind so coole Lebensleisten, die ich aber nicht kriegen kann. Boah, ich glaube, ich werde ziemlich schnell mein Game Over hier noch kriegen. Okay, das sind ungespritete Stachis, Mann. Das muss man ja auch erstmal alles wissen. Drücken oder nehmen? Ich glaube, ich habe gerade einen riesen Fehler gemacht. Oh, nee. Okay. Oh nein, das sind jetzt alles Mannschaft gewonnen. Au. Okay. Ja, das sind jetzt die Chucks. Jetzt geht's hier oben weiter. Oh, und die Musik. Und alle denken sich jetzt so, oh mein Gott, das ist das Lied aus Toho 39. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt eine Spielreihe, ja oder nicht? Gibt es Toho 2, 5, 9, 13? Gibt es nicht Toho 7? Also nicht 7. Toho und dann irgendwas... Keine Ahnung, irgendein Name dahinter? Gibt es einfach nur die Zahlen oder was? Und davon gibt es Tausende? Oh Mann. Ich verstehe das nicht. Aber egal. Eigentlich will's auch gar nicht, will ich es auch gar nicht wissen. Aber Mamma mia, ich fall viel zu schnell. Dio. Okay, kommt der nächste Boss? Hehe, du bist direkt in meine Falle gefallen. Oh, ich bin Monsieur Lorelei. Der Shinjitsu-Meister aus dem Wald. Ich bin da, um meine Katana-Künste hier zu verbessern. Hue! Das war jetzt der Schlachtruf. Okay, ach du Scheiße. Okay, es ist fast derselbe Boss wie vorher. Nein, natürlich ist das was ganz anderes, aber die ganze Mechanik funktioniert ja fast genauso. Oh Mann, wir sind auf 2 Sterne runter, also. Ist gar nicht mal so gut. Au. Oh, und ich treffe noch nicht mal. Oh, jetzt geht's erst recht los. Oh Mann. Ich bin fast tot. Nächste Runde. So, auf diese roten Bälle kann man ja wohl draufspringen anscheinend. Au. Verdammte Shit. Oh, boah. Ganz schlecht. Schlechter Move. Wow, es wird immer dunkler. Als wäre das das, was mich daran hindert, hier irgendwie erfolgreich zu sein. Es ist stattdessen... dass ich mich von jedem Scheiß hier treffen lasse. Okay, gewonnen. Nein, nicht gewonnen. Oh Mann.
Wieso muss der Kampf auch über 3 Runden gehen? Au, okay, das ist schon nervig. Boah. Wie? Es geht jetzt komplett ohne Licht weiter. Was? Ist das Spiel abgestürzt? Nee, ich habe gewonnen. Okay. Oh, ich wurde von einem Menschen besiegt. Okay. Okay. Ich glaube, ihr seid mir hoffentlich nicht böse, wenn ich das einfach überspringe. Jetzt gehe ich einfach zurück in dieses Anfangslevel. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, wofür diese Dinger hier gut sein sollen wohl. So. Für jeweils 50 kann ich einmal meine Leiste auffüllen. Achso, und das resettet das wieder, oder was? Okay. Ja, das brauche ich wohl auch, weil... Sonst gehe ich ja noch Game Over. Ich finde dieses System ganz cool. Das ist schon was anderes. Also dieses... Ja, Lebenssystem. Also Lebensleistensystem, so gesehen. Okay, das muss ich wohl irgendwie befreien. Ist halt nur ein bisschen trocken, dass es wirklich keine Power-Ups gibt in diesem Spiel dann. Tja, die Flammen, die kenne ich auch noch. Das ist eine Disco-Share. Ich weiß nicht, ob ich da rüber kann, aber ich lasse es einfach. Boom. Naja. Reset? Ist das eine Reset-Tür? Ah, okay. Also jetzt habe ich mich erst recht von nichts treffen lassen. So. So, ich sag mal, ich habe nur 3 Dinger voll. Ja, ich habe gesehen, da ist so ein Lebens... Ich weiß nicht. Man kann es ja mal probieren. Oh, da ist noch eine. Okay. Dann hat es sich gelohnt. Ja, ich habe nur 3 Herzen voll halt. Oder Sterne, ja. Oh, Mann. So, wenn wir schon mit 4 angefangen haben. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß ja nicht. So, und wenn jetzt jedes Level noch einen Bossfight hat dazu, dann... Ja, muss ich mal gucken, wie lange ich hier aushalten kann. Und dieses blaue Zeug zusammen scheint da wohl doch nicht so unwichtig zu sein. Blaue Karten. Es wäre viel sinnvoller gewesen, meiner Meinung nach, die einfach Münzen lassen zu... ja, dass es Münzen bleibt einfach. Aber jetzt sind es halt diese Dinger. Damit müssen wir jetzt leben. Aber zumindest gibt es Röhren. Oh, danke schön. Das hat wehgetan. Jetzt sind wir wieder am Anfang zurück. Ah, jetzt kann ich mir das hier schnappen. Und dann da hoch. Okay. Come on. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Haha. Ho. Oh. Keine Kamishirawasa. Was? Kamishirazawa. Okay. Ey, jeder Boss ist irgendwie gleich vom System her. Es sind halt immer Kanonen, die in andere Richtungen schießen. Aber okay. Ey, und der Hintergrund. Ich sag hier irgendwelche Toho-Spiele, aber der Hintergrund, der ist aus König der Löwen für Super Nintendo. Das erkenne selbst ich. Das ist die afrikanische. Das sind afrikanische Hintergründe hier. Afrikanische Savanne. Bei Nacht. Das ist aus König der Löwen, Mann. Okay. So, Nummer 3. Oh, jetzt muss ich immer da drauf. Das ist die Musik für mich. Für mich klingt jedes Lied auf irgendeine Art und Weise gleich. So einfach ganz viele verrückte Töne aneinander ketten und das ist dann die Musik. Toho könnte eine eigene Musikrichtung sein. Direkt zusammen mit Nightcore. Was ich fast genauso mag. Okay. Wann stirbst du denn? Keine Kashmir. Oh, du kannst mich keine nennen. Keine was? Keine Ahnung? Okay, wir haben gewonnen, nu. Gewonnen, nu. Okay, komm, wir gehen zurück und füllen um unsere Dings auf. Wieso hat man das nicht so programmiert, dass es einfach nur eins gibt, was man immer wieder öffnen kann, anstatt immer 3? Und dann muss man den Bildschirm neu laden. So. Okay, hey, wir sind wieder zurück auf 4. Es wird... Okay. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, haben wir für den ersten Part genug. Ich mache mich sehr über diese ganze Sache hier lustig, aber es macht trotzdem Spaß, es zu spielen, muss ich dazu wohl zugeben. Gut.
Ja, dann schaltet nächstes Mal wieder ein.